Ich versuche es zum dritten Mal nochmal neu aufzusagen für Sie, weil meine letzten Aufnahmen haben sich leider etwas schlecht an. Mit dem Hashtag ausgesetzt beginnt die Demonstration hier am Goetheplatz. Gemeinsam gegen die Politik der Angst. Jetzt kommen wir, unsere Vielfalt verbindet und macht uns stark. Unter dem Hashtag Bayern bleibt bunt. Die gesamten Organisationen gehen unter einem Banner. Wir wehren uns gegen die verantwortungslose Politik der Spaltung von Seehofer, Söder, Dobrindt und Co. Wir setzen ein Zeichen gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkungen unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte. Zehntausende Menschen haben sich hier am Goetheplatz eingefunden. Es war nicht leicht durchzukommen. Nicht erst durch die AfD eskalieren Hass und Ausgrenzung in der Politik, Parteien und insbesondere die in Bayern und Berlin wahlkämpfende bayerische Regierung lassen sich ihre Agenda von undemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und rechten Populisten vorgeben. Das, was ich Ihnen übrigens vorlese, ist von der EG-Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. Statt die Werte unserer demokratischen Grundordnung zu vertreten, werden sie demontiert, Geflüchtete kriminalisiert, in Abschiebelager interniert, in Kriegsgebiete abgeschoben und ihre Unterstützerinnen diffamiert. Anti-Abschiebeindustrie nach Dobrindt. Statt Bildung und Aufklärung zu fördern und Kriminalstatistiken ehrlich zu kommunizieren, werden massive Ängste geschürt und in Bayern das schärfste Polizeiaufgabengesetz, kurz PAK, in Kraft gesetzt, das die Bundesrepublik je gesehen hat. Statt gerechten Welthandel zu fördern und Fluchtursachen endlich mal zu beseitigen, werden menschenfeindliche Regime mit Geld und Waffen versorgt, um ihre Kriege weiter fortzuführen. Statt soziale Probleme wie Pflegenotstand, Altersarmut und prekäre Arbeitsverhältnisse zu lösen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und einen gerechten Mindestlohn durchzusetzen, werden kulturelle Schreindebatten geführt, wie Söders Kreuzerlass oder der Islam-Leitkulturdebatten. Statt voller Gleichberechtigung unabhängig von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu fördern, wird ein rückwärtsgewandtes Weltbild projiziert und gestützt. Die Organisatoren haben hier am Goetheplatz zum Marsch aufgefordert. Hier haben sich Tausende erstmal eingefunden. Der ging dann weiter Richtung DGB-Haus und so durch einige Nebengassen. Die Schlusskundgebung war um ca. 15 Uhr. Sie haben natürlich noch ein weiteres Motto. Wir sind Menschen aus unterschiedlichen Verbänden und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, aus kirchlichen Zusammenhängen, der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, Gewerkschaften und Sozialverbänden, Schulen und Universitäten, der Antikriegs- und Umweltschutzbewegung sowie der queeren und feministischen Gruppierung. Sie sehen natürlich auch die Weiße Taube, die auch für eine dieser Organisationen steht. Erstunterzeichnende, Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie, Aktionsbündnis Vielfalt statt Einfalt, München. ATTAC München, Bayerischer Flüchtlingsrat, Bellevue di Monaco, Bündnis NOPAC, Nein zu Polizeiaufgabengesetz Bayern, Bündnis 90, die Grünen, Kreisverband München und Landesverband Bayern, Candy Club München, Das andere Bayern, Verein für demokratische Kultur im Freistaat, e.V., Demokratie in Bewegung, Landesverband Bayern, Deutsche Gewerkschaft, Bund, Jugend München, DIDF, Föderation Demokratischer Arbeitsvereine, e.V., DKP München, Förderkreis Asyl Gauting e.V., Gemeinsam für Flüchtlinge, Helferkreis Unterföhring, GEW Landesverband Bayern, GEW Stadtverband München, Go Europe, Helferkreis Asyl Greifenberg, Helferkreis Asyl und Integration der Gemeinde Berg am Starnberger See, Helferkreis Messestadt München,
Initiativgruppe München, Internationalistisches Bündnis München, die Kammerspiele München, Karawane München, Kultura München e.V., Kulturstrand München, Landesverband Bayern der Feministischen Partei Die Frauen, die Lichterkette e.V., Die Linke Bayern, Matteo Kirch und Asyl, Migrationsbeirat der Landeshochschule München, Miteinander Leben in Hader e.V., Morgen e.V., Netzwerk Münchner Migrationsorganisation, Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus, München ist Bund, Münchner Flüchtlingsrat, Münchner Freiwillige, Wir helfen e.V., München Friedensbündnis, Mut Bayern, Queer Relations, Rainbow Refugees München, Refugees at Sub, Real Munich, München e.V., SDAJ, München, Münchner SPD, SPD Hadern, SAP, Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum München, Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V., Trans Ident e.V., Ulala, Unser Veto, Bayern, die Urbanauten, Verdi München, Fachbereich Medien, Kunst, Industrie in Verdi München, VVN, BDA, Vereinigte Verfolgte des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten München. Übrigens, es hat wirklich wie aus Eimern gegossen an diesem wunderschönen, regnerischen und nassen, fröhlichen Tag. Ich muss auch noch sagen, ich habe hier auch noch Caritas-Verband gesehen und ja, es gibt auch sehr viele junge Menschen dieses Mal dabei, die aus den Landesuniversität hier in München sind. Diese Schlange hat sich gerade erst vor kurzem in Bewegung gesetzt, aber sie geht natürlich noch viel länger. Ich habe jetzt nicht das gesamte Bildmaterial da, weil es einfach doch zu viel ist. Unchristlich, unsoziale, unmenschlich finden viele Bürger dies auch das Polizeiaufgabengesetz, aber auch die Politik an und für sich, die gerade die Regierung in Bayern macht, die CSU vor allen Dingen. Und natürlich AfD und CSU haben eure Hetze satt. Das sieht man hier auch immer wieder in der Demonstration drin. Und es wurden immer mehr. Ich habe von den Presseleuten erfahren, die mit mir auch noch dabei waren, dass dann sich auch noch an anderen Punkten, wo sie waren, auch noch zusätzlich noch weitere Bürger dazu formiert haben und sich angeschlossen haben. Also es ist eine wirklich große Demonstration. Anfangs waren es 10.000 Menschen. Am Ende waren es dann so um die 40.000 Menschen, habe ich mir auch von einem der Organisatorinnen und Organisatoren sagen lassen, die vor Ort waren, die aber nur ganz kurz Zeit hatten und dann war es auch das schon vorbei. Ja, und hier hinten sieht man jetzt dann auch nochmal die Münchner Freiheit, die einen wunderbaren Spruch drauf hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt, Artikel 100 Bayerische Verfassung. Das ist ein wunderbarer Satz aus der Bayerischen Verfassung, der eigentlich auch der CSU und der SPD klar ist. Die SPD marschiert auch hier irgendwo mit, wahrscheinlich etwas weiter hinten, aber die CSU ist nicht dabei. Bildung ist Menschenrecht, ich bin Mensch, sagen diese Menschen. Das ist doch mal was Menschliches, oder nicht? Wir hatten sowas schon lange nicht in so großem Ausmaß hier in Bayern. CSU, kein Anstand, kein Benehmen zum... Ja, der ganze Verkehr wurde lahmgelegt. Auch für die Zukunft, wenn ihr mal reinschauen wollt in die Innenstadt. Ich habe es versucht, von Marienplatz aus zum Goetheplatz zu kommen. Hier sind die Grünen, Bündnis 90 die Grünen. Und hier hinten seht ihr es arabisch. Arabisch, wir sind Menschen, Menschenrechte und so. Darauf habe ich nochmal einen Journalisten hingewiesen von der Zeitung.
Hier sehen wir die Übersetzung von dem Arabischen. Ich komme nochmal zurück. Also wenn ihr reinfahrt in die Innenstadt, informiert euch, ob die U3, U6 fährt. Denn sie pendelt nur. Im Moment ist gerade eine wunderschöne große Baustelle da am Marienplatz. Und man kann nur in eine Richtung gehen. Und ich glaube nicht, dass ihr Richtung Stadion fahren wollt. Gut, man kann zwar auch Richtung Stadion fahren, aber man muss 15 Minuten mindestens warten, bis eine aus der Gegenrichtung kommt. Weil die U3 und U6 dort pendeln. Zwischen Odeonsplatz, Marienplatz, Sendlinger Tor und Goetheplatz. Einfach schrecklich, diese Situation. Und unsere deutsche Leitkultur, Mitmenschlichkeit, wo bleibt sie? Die Mitmenschlichkeit. Ja, bleibt auch oft auf der Straße liegen und zwar mehr als nur begossen oder ertränkt im Mittelmeer, wie man es auch sehen kann zurzeit. Hier haben wir die antikapitalistische Bewegung, hinten mit den roten Fahnen und wenn dann noch die weiße Rose ist, ja, das ist die SPD, das ist die SPD, das ist die Jusos, das sind die Jusos, das müssen die Jusos sein. Von der SPD, die junge soziale Fraktion der SPD geht hier mit, hier hinten sieht man es. Hetze, verblödet, seid schlau. Da geht die SPD. Wunderbar. Euer Hass und eure Hetze bauen keine Breitbandnetze, schaffen keine Kita-Plätze, bekämpfen nicht all die Altersarmut, zahlen keine fairen Löhne. Und noch viel mehr. Ihr könnt es kurz anhalten, dann könnt ihr das nachlesen. Fürstenfeldbruck ist bunt. Hier kommen die Fürstenfeldbrucker. Die ich übrigens auch mal geschenkt habe. Sehr interessante Kundgebung und Demonstration. Die Stunde kommt ganz weit hin. Ja, die kommt we'll be right back.